Was für ein Glücksfall. Durch einen Zufall blieb der böhmische Künstler Wenzel Hablik ausgerechnet in Itzehoe hängen. Er fand hier einen Mäzen und die Liebe seines Lebens und blieb. Das unglaublich vielfältige Werk dieses Tausendsassers kann man heute in einem Museum entdecken. Gemälde, Möbel, Raumgestaltung, Gebrauchsgegenstände. In dieses Bild kann man sich richtig reinsaugen lassen. Es ist ein Universum, ein Sternenhimmel, eine Utopie. Sie hingen bei Hablik im Schlafzimmer. Seine Lust zu gestalten erstreckte sich auf alle Lebensbereiche. Wunderschöne, einzigartige Möbel sind so entstanden. Immerhin war Hablik auch Tischlermeister. Gabel oder vielleicht doch ein Löffel? Hablik brauchte ein Spezialwerkzeug für seine große Freude an Erdbeeren mit Vanilleeis. Und damit das Vanilleeis nicht von der Gabel rutscht, hat er die Gaffel selbst entwickelt. Die Klarheit und Schönheit der Natur war Hablik eine ewige Inspiration. Eine ganz besondere Raumgestaltung ist heute noch erhalten. Die des privaten Esszimmers der Familie Hablik. Natürlich ist hier nicht nur die Wandgestaltung aus seiner Hand, sondern auch die Möbel, die Lampe, ja sogar den Kachelofen hat Hablik entworfen. Konnte er sich hier doch einmal so richtig austoben. Ich bin fasziniert von dieser Farbgewalt, mit der Hablik diesen Raum gestaltet hat. Das ist so verwegen und er löst im Prinzip die Raumform völlig auf mit diesen Farben und Flächen. So verwegen, dass seine eigene Frau nach der Neugestaltung dieses Raumes meinte, sie hätte keine Kopfschmerzen mehr. Wer jetzt neugierig geworden ist und noch mehr von Hablik entdecken will, dem empfehle ich eine Reise nach Itzehoe.